Ey Leute, was geht? Hier ist der Andi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play StarCraft 2 Hearthswarm mit mir, dem lieben Andi. Und wir stürzen uns hier auch direkt schon ins Gefecht, direkt in die Begrüßungsgeplänke. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, jedenfalls die etwaigen, erfahreneren StarCraft 2 Spieler von euch. Dies hier ist kein Live-Commentary, sondern ein Replay aufgrund dessen, dass ich dieses Match, also ich habe dieses Match hier gerade eben gespielt, ja, Leute. Und da habe ich übrigens ein bisschen Trash-Talk gemacht. Könnt ihr, was ich da gerade schreibe, ist eigentlich irrelevant. Eben dieses typische, ich schreibe immer am Anfang mit den Gegnern, immer ein bisschen diesen Gegner abchecken. Antwortet er überhaupt, redet er mit mir, was antwortet er, vielleicht verwirrt es ihn, vielleicht bringt es aus dem Konzept, ich weiß nicht. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte. Dies hier ist ein Replay, weil das Spiel habe ich gerade eben gespielt und habe ich auch mit Fraps aufgenommen. Aber dann hat Fraps irgendwie während der Aufnahme abgespackt oder was weiß ich. Also keine Ahnung, was da eskaliert ist, was da down gegangen ist, was da nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall hat es nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Auf jeden Fall ist die Aufnahme Schrott und deshalb habe ich mir gedacht, in diesem Match hier habe ich mal was anderes gespielt, als ich sonst spiele. Und jetzt ist das futsch. Also habe ich mir gedacht, soll ich die Replay-Funktion nehmen? Da habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt nimmst du die Replay-Funktion, packst du die Replay-Funktion aus und checkst das ab. Und ja, jetzt nehme ich auch einfach mal ein nachkommentiertes Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe gerade zwei Assimilatoren genommen. Das heißt, die erfahren unter euch werden wissen, was das bedeutet. Zwei Assimilatoren bedeutet mehr Gas natürlich. Was bedeutet bei Protoss natürlich ein sehr schönes Indiz für Air-Einheiten sind, also Lufteinheiten, Void Race etc. etc. Oracle und das ganze Gedöns, was dabei gibt. Jetzt scout ich erstmal ein bisschen, sehe, dass er da schon eine Barracks hat. Meine Assimilatoren sind fertig, hau jetzt den Cybernetics Core raus. Ich will dann natürlich auch schnellstmöglich auf Air dann gehen, seht ihr dann ja im Video. Ansonsten ist das auch wieder ganz normal. Sonden bauen, Pylon bei 9, Warp Gate. Ne, nicht Warp Gate. Gateway heißt es, glaube ich, wenn es noch nicht ein Warp Gate ist. Also Gateway. Gateway. Oder ich sag's einfach Warp Knoten. Aber Warp Knoten hört sich irgendwie. Ich sag Gateway. Und wie steht's, wie geht's bei euch? Habt ihr auch Ferien? Ich habe im Moment Ferien. Was bedeutet Ferien? Keine Schule, kein Lernen, kein gar nichts. Einfach nur ein bisschen rumchillen. Und das Spiel, warum auch immer, laggt immer, wenn ich den Cybernetics Core fertiggestellt habe. Ich weiß nicht, es gibt immer eine Verzögerung, wenn der Cybernetics Core fertig wird. Ich weiß nicht, warum. Da oben ist der SCV fast tot. Fast jedenfalls. Fast. Komm, stirb. Stirbt er. Ja, good job. Good job, Sonden. Kriegt er das eiserne Kreuz für. Und nee, dafür müsst ihr schon mehr machen. Aber es ist auch so, boah, bei mir ist es auch so derbe warm, das Wetter, ohne Witz. Also ich verwässere hier quasi in meinem Zimmer, also ist echt so warm. Zum einen heizt mein PC richtig, also der heizt sonst was. Also im Winter brauche ich keine Heizung, nee, das erledigt hier schon. Hier der schöne Kasten, der erledigt das schon, der heizt gut. Also es ist nicht so, als wenn ich nicht dadurch schon mein Zimmer extrem aufgeheizt werden würde, nein. Mein Zimmer ist nicht das Größte. Das bedeutet, hier kann sich so richtig schön die Wärme sammeln. Guck, da setze ich gerade das Raumportal. Und da noch dazu ist draußen derbe warm. Die Sonne scheint, ist zwar übelst geil. Hallo, direkt Ferienanfang, richtig geiles Wetter. Kann auch mal rauschillen gehen, aber wenn man dann mal drin sitzt und mal ein bisschen zocken will, ja, auch abends oder so. Und wenn sich dann den ganzen Tag über, auch mein Rollladen oder so, dass richtig die Hitze im Zimmer angesammelt hat, ist einfach nur, ist ekelhaft. Wenn man sich dann überlegt, oh nein, jetzt muss ich den PC anmachen, boah, ich werde sterben, aber dann. Und man kann das Fenster ja auch nicht aufmachen, weil sonst kommen ganzen Mücken und Vieh und so ein Scheiß, also das geht dann ja auch nicht, deshalb. Ich frage mich gerade, warum ich überhaupt eigentlich nicht die Warp-Gate-Technologie eigentlich nicht erforsche, der Cybernetics-Core ist schon längst fertig. Was ist denn Grund, warum ich das nicht mache? Ich glaube, ich vergesse es gerade einfach. Wenn ich mir das Replay jetzt so anschaue. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt mein Oracle im Bau, die habe ich für mich irgendwie gewonnen, ich finde die cool, die sind, haben diese Fähigkeit, mit denen die Bodeneinheiten angreifen können und zwei von denen hauen schon so richtig geil bei WBFs rein. Oder allgemein bei Workern, ich habe immer noch nicht die, ist beim Cybernetics vor die Raum, Warp-Gate-Technologie. Jetzt habe ich einen Phoenix, glaube, das ist einfach ein Missklick, ja, ich nehme nämlich schon einen zweiten Oracle.
Hallo, Andi. Los, los. Mache Warp-Gate-Technologie. So, ja, noch ein paar sexy Hetzer rein, ein paar Stalker noch. Und ich hole mir jetzt auch meine Expansion, wie gesagt, Mineralien und Gas und so, Kanishan. Expansion bei Minute 27 auch ganz okay. Meine Armee ist natürlich läppig, ja. Aber ich, was ich auch erwähnen sollte, ich habe hier ganz frei frei Schnauze gespielt. Ich habe nicht nach irgendeiner Bild oder gespielt, sondern einfach mal gesagt, komm, spiel's mal eher. Also spiel's mal ganz improvisiert irgendwas und mal gucken, ob es klappt. Und ja, ob es geklappt hat, seht ihr dann, ja. Bisher läuft's ja eigentlich ganz okay. Wobei der Gegner auch mal, ich glaube, der Gegner hat kein einziges Mal gescoutet. Wie man jetzt oben auch im Nachhinein sehen kann, der liegt, was Worker angeht, auch derbe zurück. Also ich gehe jetzt auch meine zweite. Ich glaube, der ist der zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf seine zweite gegangen ist. Ja, jetzt frage ich ihn gerade auch, ob er gut ist. Wahrscheinlich antwortet er nein. Weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig. Aber okay, jetzt komme ich mal mit meinen Oracle, ja, und fick ihm mal ein klein bisschen hart in den Arsch. Und hole ihm ein paar Worker hier raus. Ich glaube, ich habe ihm 4 rausgeholt oder waren es sogar 5? 6 oder 5, den vielleicht auch noch. Ja, also das war schon. Jetzt müssen die Oracle nur überleben, weil es kommt dann nämlich mit seiner Armee, mit seinen paar Marines und Marauders, aber okay, das war nice. Jetzt warp ich hier, jetzt manchmal vermehre ich auch noch meine Armee. Ich habe gerade gesehen, er hat nicht so viel. Meistens kommen die Leute immer mit ihrer ganzen Armee hier jetzt auch Immo. Ich könnte mal eigentlich ein bisschen mehr Warp-Gates dann bauen. Mache ich gerade irgendwie gar nicht. Andi, mach mal, mach mal, mach mal. Oh, meine Expansion ist fertig. Was bedeutet hier der Worker-Split? Für die, die es nicht wissen, der Worker-Split hat verschiedene Vorteile. Denn manche fragen sich, ich könnte ja auch einfach bei einer Expansion jetzt einfach Sonden bauen und die Worker an der ursprünglichen Basis lassen. Ich kriege dadurch ja kein zusätzliches Mineralieneinkommen. Das stimmt soweit, aber der primäre Vorteil ist einfach, dass wenn ich einen Worker-Split mache, in meiner Basis noch nicht so viele Sonden sind. Ja. Also nicht so viele Sonden sind, dass meine Homebasis, also da die Mineralien nicht so schnell weggemeint werden, als wenn ich alle da lassen würde bei meiner zweiten, also meiner Natural, also bei meiner Expansion da unten, jetzt gar keine hätte und alles neu bauen würde. Das ist ein Vorteil. Bei einer Homebasis wird nicht so schnell outgemeint. Hier sehe ich eine Plagungspanzer, ein paar Einheiten. Das ist der eine Vorteil. Meine Homebasis wird nicht so schnell ausgemeint. Was bedeutet, die beiden Basen gleichen sich so besser aus, ja. Und ich habe auf längere Sicht konstanter Mineralien. Ah, jetzt hat er da einen Raketenabwehrturm. Kriege ich den noch? Ja, den kriege ich auch noch. Und jetzt habe ich auf jeden Fall 70, 34, also einen Extrembevölkerungsvorteil. Und auf jeden Fall der andere Vorteil ist auch noch, dass bei meiner Homebasis ich weiterhin Sonden bauen kann. Weil normalerweise hat man ja maximal 24 Sonden, die da Mineralien abbauen können. Hm? Wenn ich da 24 habe, bei meiner Natural 0 und da anfange zu bauen, kann ich nur bei meiner Natural Sonden bauen. Bei meiner Homebasis wird es aber nichts bringen, weiter Sonden zu bauen, da mehr als 24 keinen Mineralienabbauvorteil bringen. Wenn ich splitte und dann bei beiden 12 habe, kann ich bei beiden Basen weiter Sonden bauen, ohne dass es nicht, also es bringt dann was, weil die Sonden dann bei beiden Basis, die ich zusätzlich baue, auch was abbauen können. Wenn ich im Worker-Split mal nicht machen würde, wäre das nicht der Fall. Das sind so primäre Vorteile an dem Worker-Split. Ja, und natürlich, ja. Deshalb kann ich dann weiter konstant Worker in beiden Basen bauen, ohne dass diese Worker bei der einen Basis unnötig sind, weil sie einen Überschuss bringen, der mir nichts bringt an Workern. Und wie gesagt, die Homebasis wird nicht so schnell ausgemeint. Und jetzt will ich mir langsam jetzt auch sogar schon meine zweite Expansion holen. Und das Scoutet an meiner Homebasis wird aber keine Armee entdecken, doch er sieht jedenfalls, dass ich die Erweiterung der Raumportale habe, also dass ich Tempests baue, denn mein Plan ist, den in einer deutsch-wehrmachtlichen Zangenbedeckung zu kriegen. Nein, also eigentlich ja doch, aber ihr wisst, was ich meine, ich will ihn in der Zangenbewegung holen, also ich komme mit einer Bodenarmee und nein, ich mach's erst so, ja, ich werde meine Luftstreitkräfte da im Hinterland versammeln und dann angreifen, obwohl, oder da Medivac, aber der lebt nicht lange. Und dann bewegt er seine ganze Armee nach hinten, merkt vielleicht zu spät, dass er die Tempest mit seinen Bodenstreitkräften überhaupt nicht kriegt auf die Entfernung, wenn ich dann Beobachter stehen habe. Und während er seine ganze Armee verrückt hat, baller ich ihm dann so richtig in seine Hauptbasis rein, ja.
und kommt dann von vorne, und ehe er sich verzieht, schickt er seine Armee dann nach vorne und wird dann von den Tempests weiter beballert und wird dann total zerhäckselt. Das ist mein primärer Plan. Ich hoffe, der klappt genauso, wie ich es mir gerade vorstelle. Auf jeden Fall müsste eigentlich klappen. Also ich weiß ja, dass es klappen wird oder auch nicht klappen wird. Das ist jetzt rein nur Mittel zum Zweck, was ich hier gerade sage, um die Atmosphäre natürlich zu verbessern. Ich habe jetzt übrigens zwei Raumportale jetzt auch feststehen. Auch weitere Warp-Gates insgesamt. Ich habe ja natürlich jetzt auch meine zweite Transition in Auftrag gegeben. Da kann ich mal ein bisschen mehr rauspumpen, ein bisschen mehr raushauen. Mehr Bodenstreitkräfte, mehr Luftstreitkräfte. Jetzt im Nachhinein sehe ich natürlich, dass meine Bevölkerung einiges höher ist, ja. Dieser Rainbow-Chunk. Aber das wusste ich ja im Spiel dann nicht. Ist auch wieder dem geschuldet, dass ich eigentlich überhaupt nicht gescoutet habe. Doch ich habe es dann mit einem Beobachter versucht, der wird dann aber abgeschossen. Da habe ich gesagt, ach komm, lass es sein. Und wie ihr sehen könnt, hier auch meine Forge, meine Schmiede für Upgrades auch immer wichtig. Upgrades sind immer wichtig. Da steht ein Tempest rum. Den scheine ich nicht zu bemerken, naja. Meine Basis, Bodenstreitkräfte auch ansehnlich. 4 Immos gegen Marauder, paar Stalker, vielleicht paar Zealots könnte ich noch reinmixen, aber scheint mich im Moment da jetzt wohl nicht zu interessieren. Und die Tempests fressen ungemein Gas, also Lufteinheiten meine Protoss ungemein gebast. Ich muss jetzt noch beide Assimilatoren der zweiten Expansion holen, weil die Tempests aus beiden Raumportalen ich sonst nicht bauen kann, weil die einfach so viel Gas fressen, ja. Da geht echt, da braucht man richtige Gasversorger und so, da braucht man richtig viele Gasminen, wenn man parallel eben auch noch ein bisschen Bodenstreitkräfte am Laufen haben will. Jetzt kommen hier auch Zealots bei mir, das liegt aber eher daran, dass ich nicht genug Gas habe und dann trotzdem noch was bauen will, bevor ich gar nichts mit den überschüssigen Mineralien mache. Aber ich hoffe mal, dass die beiden Assimilatoren da drüben das gut ausgleichen werden. So, also theoretisch könnte ich jetzt eigentlich, glaube ich, vom Gefühl her sogar schon angreifen. Also jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt hier sehe, wie viel Bevölkerung ich mehr habe, ich könnte den richtig hart fisten, auch ohne die Luftjetcap, die könnte ich alle in den Suizid schicken, irgendwie in die Walachei, gar nicht mit denen angreifen, ich würde den trotzdem hart ficken. Aber es scheint denen dann, das wird auch nichts ändern, aber was soll's. Da kommt übrigens auch Transit bei mir, der Ping, da kann ich Stalker schon noch herumpingen, hat auch viele verschiedene Vorteile. Erstens, man kann anderen Einheiten hinterher pingen, also man kann den hinterher warpen, man kann sich Klippen hoch warpen, wenn man da Sicht hat, zum Beispiel durch Kolosse oder Lufteinheiten. Oder man kann auch die Effektivität seiner Armee erhöhen. Dazu habe ich auch mal übrigens ein Tutorial gemacht. Nämlich, dass wenn man immer die angefragten Einheiten nach hinten warpt, die am Leben bleiben, dann deren Angriffsstärke auch noch halten wird, hat alles viele verschiedene Vorteile. Jetzt mache ich da übrigens auch Lufteinheiten-Upgrades im Cybernetics Core. Aber habt ihr ja eben schon gesehen, also ich sehe das, ich bin gerade nicht so konzentriert auf mein Spiel. Außer, dass ich da jetzt meine Armee nach vorne bewegt habe, weil ich 190 von 190 habe. Wenn letztens Tempests noch da rauskommen. Der Gegner hat gerade mal 84. Also vielleicht könnt ihr euch schon so anmaßen, wie die Schlacht ausgehen wird. Hier stehen 6 Tempests und jetzt bewege ich da mal 7 sogar. 8 sogar. Oh. Alter Schwede, 8 Tempests. Bin ich direkt mal ganz schön gierig. Habe ich jetzt auch Warp-In-Pylons, das sollte auch jeder wissen, der ein Protoss spielt oder sich ein bisschen mit dem Protoss beschäftigt hat, was die Vorteile von denen sind. Abgesehen davon, dass Pylons natürlich Bevölkerung bringen, aber die Vorteile Warp-In-Pylons eben direkt dann auch. So, jetzt gehe ich hier mit meinem Beobachter gucken, damit die Tempests da schon hinschießen können. Und jetzt hoffe ich, dass er seine Armee schön in meine Richtung bewegt, damit ich dann von vorne kommen kann. Und er macht's. Er tappt in die Falle. Er tappt in die Falle, aber ich habe jetzt meine Armee gar. Doch, ich habe meine Armee zum Angriff bewegt. Jetzt kann ich schon die Tempest wieder zurückschicken. Der merkt, das bringt ihm nichts. Ich falle vorne rein. Und die Armee von ihm ist halb tot. Und das ist ein Free Win. Der hat auch kaum Einheiten. Hat kaum Marauder gehabt. Ein paar Marines. Also viele Einheiten hatte der Gegner auch überhaupt nicht. Und da wäre hastig hier richtig weg. Da kommt noch so ein Hilfstrupp an. Wie heißen die Teile? Keine Ahnung. Schraubarbeiter. Und da kommt das GG. GG well played. GG gewonnen. Oh, da bedanke ich mich sogar auch noch dafür. Jetzt zerberst ich mir noch ein bisschen die Basis. Da ein bisschen Smile. Und er hat das Spiel verlassen. Und ich zerberst ihm hier noch den Rest.
Da habe ich auch das Spiel verlassen und gewonnen. Richtig nice. Da kam sogar noch ein Tor raus. Bisschen verspätet. Minute 20 kam der erste Tor bei ihm raus. Gut, er war genauso Silberliga wie ich. Frag mich nicht, wie er in die Silberliga gekommen ist. Vielleicht spielt er aus dem allerersten Mal Terran, hat immer Sorge oder Protoss gespielt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Spiel war jetzt nicht sonderlich schwer. Aber ich habe mal was anderes gespielt. Nämlich Lufteinheiten-Kombo mit Bodeneinheiten. Freischnauze und hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Ich habe Freischnauze gespielt ohne eine Build-Order. Habe einfach mal gedacht, komm, Boss mal eher. Deshalb habe ich viele Timings nicht richtig gesetzt. Hat ein bisschen warten müssen. Hat alles nicht so geklappt im Spiel, wie es 100%ig hätte laufen sollen. Aber der Gegner hat es mir einfach gemacht. Und da hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Und haut doch rein und... Haut doch rein. Nee, Spaß. Ja, also haut rein, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. Boah, wie ich mich hier verhaspel. Ich rede auch viel zu schnell. Ich rede viel zu hektisch. Woran das... Ich bin ja auch nicht aufs Spiel konzentriert. Ich rede hier ja gerade frei, ja. Weshalb ich schön das Spiel zugucken kann und mich nicht konzentrieren muss. Was bedeutet, ich kann ja... Kann meine ganze mentale Leistung aufs Reden konzentrieren. Was aber irgendwie nichts zu bringen scheint, wenn ich mich verhaspel. Naja, egal. Der Logik sei Dank. Naja, egal. Also haut rein und jo. Ciao. Ciao.